Twitter-Channel für Firmen und wie das ausschauen sollte. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich habe 14 Kriterien aufgestellt, wie ein Twitter-Channel ausschauen sollte. Gehen wir kurz mal auf die Übersicht. Ich nehme die ersten drei Punkte, Vanity URL, Account Name und Verified Account oder Profile und das anhand der Red Bull Page auf Twitter. Ich habe hier ein Vanity URL, klar, ist gegeben, Red Bull, der Name ist auch gut gewählt hier. Auch das wieder ein bisschen was mit SEO zu tun, logischerweise. Also wenn man hier noch Keywords unterbringt, hilft das wieder. Und dann hier ist ein Verified Account, das heißt, es ist der offizielle von Twitter anerkannte Red Bull Channel. Gehen wir zurück, nehmen die nächsten zwei, drei. Da haben wir das Profilbild, beziehungsweise Logo mit auch einer kleinen Version und dem Ort, Beschreibung, vielleicht sogar mit Links drin und den URL auf die Webseite. Hier haben wir das Profilbild, das ist gut. Und ich habe hier auch, ich sehe hier auch, dass das Kleine hier passend ankommt. Oft machen das viele falsch, dass sie eben was im Großen haben und dann sieht man es klein nicht mehr oder kann es nicht mehr lesen, ist hier natürlich gut gelöst. Dann haben wir hier die Beschreibung, die ist auch ausführlich, ich verstehe hier, um was es geht. Und hier drin habe ich jetzt keinen URL mehr drin oder keinen Link, aber wenigstens ein Hashtag, das, wenn ich da draufklicke, mir dann alle Tweets mit diesem Hashtag anzeigt. Ort ist drin, weltweit, kann man geben und ganz wichtig wieder ein Link auf die Seite drauf. Auch das hilft natürlich SEO-technisch wieder. Das ist ein Backlink, auch wenn er vielleicht No-Follow ist. Dann nehmen wir die nächste. Wer twittert, gibt es ein Hintergrundbild. Wer twittert, sieht man hier nicht. Manchmal ist es in der Beschreibung drin, das ist ganz nützlich. Manchmal ist es hier im Hintergrundbild drin, ist hier aber auch nicht. Den Punkt kann man nicht geben. Dann das Hintergrundbild, da sieht man, dass es um Red Bull geht. Ich habe hier nochmal das Hashtag drin, finde ich prima gelöst. Auch das Bild hier, Gives You Wings, ist allerdings, was das entscheidend ist, scheint für Red Bull. Darum kommt das auch hier nochmal in dieses Banner rein. Dann gehen wir weiter, die Anzahl Tweets bezüglich dem Alter. Ich habe hier überlegt, was heißt ein aktiver Twitter-Channel und habe dann gedacht, je nach Alter vom Channel und die Anzahl Tweets dazu, das gibt einen guten Maßstab. Wenn jetzt ein Twitter-Channel täglich, ich sage mal alle fünfmal in der Woche, einen Tweet rauslässt, dann wären das 1800 im Jahr. Das finde ich ein guter Wert. Bei Red Bull ist es jetzt so, die sind 3 Jahre und 9 Monate alt, haben über 10.000 Tweets draußen. Das passt also. Dann habe ich den nächsten Punkt, Followings und Followers. Das muss in einem guten Verhältnis stehen. Das heißt, ich kann nicht nur Followers haben, sondern ich muss auch folgen, denn sonst zeige ich ja nicht, dass ich auch an anderen interessiert bin. Dann ist es nicht Social Media, sondern ist es eine Einwegkommunikation wie bei einem Newsletter. Und hier würde ich mal sagen, auf 1 Million Followers, würde ich mal sagen, müssen es mindestens 1000 Following sein. Bei 500.000, so wie hier, vielleicht 500. Und bei 100.000 dann vielleicht noch 200. Also ist hier sichtlich gegeben, man sieht hier, die interessieren sich auch für die anderen. Dann haben wir diese beiden Punkte. Haben Sie Lists erstellt, Favoriten und Bilder und haben die Status-Updates, Kontinuität drin, läuft auch täglich. Da haben wir die Listen. Da gibt es Listen, die Sie sogar selber erstellt haben. Hier haben wir eine und da unten kommen dann viele mehr dazu. Das ist gut gelöst. Dann haben wir die Favorites. Auch hier haben Sie Favoriten hinzugefügt, sehr aktiv sogar. Und Sie haben hier unten Bilder drin, ganz ein wesentlicher Faktor, vor allem bei so einem emotionalen Thema. Dann sind die Status-Updates regelmäßig, die Tweets also. Das ist hier auch gegeben vor 2 Stunden, 16 Stunden. Da läuft regelmäßig was. Dann habe ich den zweitletzten und den letzten Punkt, hauen Sie nur Links raus, aber gibt es auch Menschen unter Retweets und ist ein Dialog gegeben. Wenn ich mir das anschaue hier habe ich einen Tweet, da steht wenn ein Link noch sonst was drin, das ist okay. Hier habe ich einen Link, aber auch einen Menschen, also es geht sogar hier mal ein Hashtag. Es geht hier also nicht um eine Linkschleuder, sondern wird ganz klar auch Kommunikation mit anderen Twittern betrieben. Dann schauen wir jetzt kurz die Interaktion an. Da habe ich eher viel, da habe ich 50 plus Retweets, da habe ich 18 plus Retweets, da habe ich einen, das ist ein bisschen schwach, da habe ich mehr oder weniger gar nichts, dasselbe, da habe ich wieder ein paar drauf. Naja, finde ich eher schwach, also die Interaktion, würde ich mal hier sagen, ist nicht unbedingt gegeben, das heißt zu wenig qualitativ hochstehende Links, die Tweets, die da rausgeschickt werden und deshalb wird natürlich auch nicht so interagiert, das heißt nicht so viele Retweets kommen da zurück und nicht so viele Favorites auf den einzelnen Tweets drauf.
Trotzdem von 14 Punkten 12 erreicht für Red Bull. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. Gibt es noch Kriterien, die man da reinnehmen müsste? Gibt es andere Sites, die ich bewerten soll? Werde ich auf jeden Fall in Zukunft machen. Auch Firmen gegeneinander antreten lassen, Mitbewerber. Das ist auf jeden Fall spannend. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der INM AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.